Yo, yo, YouTube, was geht? Ich bin Sergio und willkommen zurück zu einer neuen Folge Overwatch mit was richtig Coolem. Ich bin wieder auf dem PTR unterwegs. Und wie ich es mir gedacht habe, ich war am Zweifeln, also nicht am Zweifeln, ja, ich wusste nicht genau, wer zuerst kommt. Entweder Soundquake oder Sombra. Und wie ihr schon seht, Sombra, da ist sie. Sie heißt Anna, ist die Mutter von Pharah. Ich nehme sie einfach auch, um sie euch zu zeigen. Auch wenn die anderen die alle nehmen. Sie ist ein Support-Sniper. Und ich sage gleich auch, warum sie Sombra heißt. Obwohl hier Anna steht. So. Sie hat die Fähigkeiten. Ich blende es kurz ein. Ihr könnt ja dann stoppen, wenn ihr das lesen wollt. Ich gehe jetzt nochmal durch jede Attacke. Also, wenn ich Mates anschieße mit der Waffe, heile ich die. Wenn ich Gegner anschieße, mache ich eine Art sehr heftigen Gift-Dot im Prinzip. Meine E ist eine ja, Granate, die Freunde heilt und Damage verstärkt. Bei Gegnern genau das Gegenteil bewirkt. Und mein linker Shift ist so ein Blaster, der Gegner niederwirft und sie zum Schlafen bringt. Für, lass mich nicht lügen, 3 Sekunden, 4 Sekunden ungefähr, außer sie bekommen Schaden. Dann stehen sie sofort wieder auf. Ja. Sombra heißt sie, weil sie ja in Mexiko verschwunden ist, die Mutter von Pharah. Und in Mexiko gibt es so eine Göttin, die heißt Santa Muerte, wenn ich mich recht erinnere, heißt sie Santa Muerte. Und sie ist so eine Göttin, die über Leben und Tod entscheidet. Das passt auch gut zu ihrem Thema. Sie kann halt heilen und töten mit allem. Und ihre Kurzform dieses Kostes ist, glaube ich, Sombra. Da war auf jeden Fall irgendwas mit, dass sie Sombra genannt wird. Und deswegen wird die hier Sombra genannt, weil sie halt in Mexiko verschwunden ist und gesucht wird. Wegen mehreren Morden und so ein Blödsinn. Und ja, deswegen war sie so lange weg. Ja, jetzt habe ich nicht getroffen. Ja. Du bist aus der Hüfte genauso genau wie als würdest du aimen. Und der Distanz macht es ja keinen Sinn, wenn du dann aimst. Ja, deswegen Sombra. Ich kann es euch gleich nochmal beweisen. Ich meine hier. Ne, ich weiß nicht genau, wo diese Ordner waren. Waren hier? Nee. Irgendwo hier waren auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es auf der Map waren oder auf einer anderen Map. Müsst ihr mal gucken. Könnt auch auf YouTube gucken. Es gibt auf jeden Fall so ja Ordner mit Steckbriefen und da ist das Bild von diesem Skin, den ich euch gleich zeigen werde, also nach dem Game. Also gesehen, da. Ich habe den Assist bekommen, weil ich ihn getroffen habe. Ah, dann. Damage, also den Damage auf diesen. Ah, oh, und das ist die Ulti. Da komme ich jetzt zu. Zugleich. Also die Ulti ist einfach so eine Art Testo. Ja, ich sag jetzt Testo. Alle, die Rollenspiele spielen, die wissen, was ich damit meine. Ich gehe da jetzt näher drauf ein. Ja. Also, erhöht die erhaltene Heilung, den ausgeteilten Schaden. Und die Bewegungsgeschwindigkeit. Ich hatte schon einige Kombos, die waren richtig fies damit. Wie zum Beispiel ein Bestien. Oder ein Reinhardt, der auf einmal rumrast wie ein Wahnsinniger. Da, guck, er schläft. Wenn ich ihn jetzt schieße, steht er wieder auf. So. Ja, du kannst nicht viel machen. Ist halt wieder mehr Rechtsklick. Ich werde jetzt gleich meine Ulti einsetzen. Das ist das, was ihr die ganze Zeit seht. Dieses Anvisieren und Q. Und dann könnt ihr mal sehen, was dann auswirkt. Wir haben halt keinen Damage-Dealer jetzt. Gar keinen. Deswegen werde ich es einfach irgendeiner Sombra geben. Ich werde sie weiter Sombra nennen. Sie heißt zwar Anna. Oder wird da Anna genannt. Die Mutter von Pharah heißt auch Anna. Aber ich finde Sombra cooler. So von links. So. Wird sie angeschossen. Und dann müsste sie eigentlich mal hier steil gehen. Ah, oh.
Soldier, jetzt Aimbot und dann GG. Ja, ich hab. Normalerweise gibt das einen Erfolg, wenn ihr einen Testo, also mit der Ulti von ihr, diesen Nano-Shit-Typen, der mit seiner eigenen Ulti rumläuft, trefft mit diesem Einschläfer, gibt es einen Erfolg. Ja, ich kriege ihn natürlich nicht tot. Gibt es halt den Erfolg, Nickerchen, und dafür gibt es dann halt einen süßen Sombra. Spray. Ja. Das war's eigentlich soweit. Was zu dem Charakter ist. Ja, wie ihr seht, hat er 200 AP. Die genauen Schadensdaten weiß ich leider noch nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Wow. Seht ihr, jetzt schlafe ich, bis ich getroffen werde. Oder halt 3 oder 4 Sekunden. Bis dieses Geräusch immer lauter wird, was ihr da, ja, wahrgenommen habt, aber die hat mich voll auf Kante gesniped. Und dann, ja, steht man einfach wieder auf. Na komm. Ja, jetzt habe ich das gekriegt. Dieses Ding ist, aber ich treffe hier gerade nichts. Mann, hier fliegen nur diese Dinger rum, ey. Wow. Wir haben uns durchgesetzt. Hm? Oh Gott. Nein! Nein, ich hab daneben geschossen mit dem Stun. Wie geil wäre das denn gewesen? Hätte ich mega gefeiert. Na komm. Ja. Wollte nichts machen. Er kam von der Seite. Ja, keiner hat hingeguckt. Ja. Alle voll verwirrt. Oh mein Gott. Also, man kann da richtig fiese Dinger machen, wie zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, man gibt dieses, dieses Testo-Zeug einem Bestien, der gut steht gerade. Oder wenn gerade Push kommt. Bestien schreddert ja sowieso. Aber da, Reinhardt. What the fuck? Reinhardt ist Wahnsinn, wenn er das kriegt. Das ist echt cool. Ah, nice. Seht ihr? Lauftempo, Schusstempo, alles Schaden erhöht. Jetzt muss nur noch mein Aim stimmen, dann geht das eigentlich ganz klar. Jetzt werden wir dem Ding jetzt mal, wenn er hier mal ein paar Gegner findet. Go, go, Junge! Boah! Ah, nein, Erfolg freigeschaltet. Und? Ja, aktive Beihilfe. Beihilfe zum Mord. Geil. Kann man sehr, sehr weit werfen, das Ding. Boah, der Reinhardt schon wieder mit dem Testo-Zeug unterwegs. Ist das geil. Nein, ich kann nicht. Oh, ich hab das dann nicht mehr. Schade.
noch erwischt. Wow. Also, muss sagen, der Charakter, der macht echt Spaß. Auch wenn er Sniper ist, den einfach so im Midrange bis, ja, bis zum Longrange hin, der macht unglaublich Spaß, der Charakter. Also, ich freue mich wirklich, wenn er im PTR, also nach dem PTR jetzt noch rauskommt. Boah. Ja, komm, hau rein, Junge. Ja, gegen Genji kann ich nicht viel machen, der ist so flink. Ah, dann nicht. Erwischt. Oh, fuck. Ha! Erwischt, du Hurensohn. Ja, das war nicht sehr intelligent, was du da gemacht hast. Ich jetzt mal Play of the Game kriege, ne, dann. Nein, fuck. Hätte er es nicht vorher machen können. Später. Also wie ihr seht, das ist ein richtig. Ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch dieser Charakter gefällt. Ob ihr das gut findet, dass der da drin ist, oder dass ihr den, ob ihr den anders gemacht hättet, das interessiert mich mal wirklich. Ah, Drecks rein. Wow! Da habe ich doch die Schelle, das war der, uns gekriegt. Oh, schon den Discord ob drauf und da gibt ihr mir ein Handy, oder? Ja. Knack, da liege ich da. So. Das ist nicht sehr gut gelaufen. Ja. Das ist gelaufen. Schade. Dann zeige ich euch jetzt gleich mal die Skins und was die alles so an Sachen hat. Und dann. Ja, das war ganz klar ein Highlight. Ja. Genau die Situation, wie geil. Da. Desto! Richtig geil. So. Mache ich eben noch die Lootboxes hier auf, die ich am PTR gespielt habe. Die bleiben sowieso nicht. Mal gucken, was drin ist. Vielleicht ist hier irgendwas Tolles drin. Ja. Und dann zeige ich euch den Charakter. Sagt die. Alles klar. Alles klar. Und Siegerpose. Sieht man ja. Und. Ja, die Siegerpose ist eigentlich voll cool. Ja, ist echt beeindruckend. So, Eldengalerie. Hier ist Anna. Deswegen Sombra. Wegen Shrike. Ganz klar. Auf dem. Ja. Steckbrief ist die. So mit dem Skin halt jetzt, wie sie aussieht. Und da steht Who is Sombra. Ganz klar. So. Gibt sie noch in dieser Farbe. In dieser Farbe. Ich gehe jetzt einfach mal alle Skins durch. Das ist ohne Kapuze. Hat schon gezeigt. Ja. Den finde ich auch cool irgendwie. Der hat so ein bisschen was von postapokalyptischem Fallout-Szenario. Ein bisschen was von Fallout. Da. Pharahs Mutter, wo sie jung war. Und ich glaube, vor Overwatch. Ich glaube, das ist, wo sie Overwatch-Captain war. Und das ist vor. So, dann hat sie noch die Siegerposen. Schützer,
Boah. Oh, so typische Sniper-Pose. Und, oh, die ist cool. Die ist echt cool, die Pose. Die feiere ich. Aber die ganzen Ein Sprüche gehe ich kleiner jetzt nicht Sieg für durch. die gerechte Sache. Es gibt Dinge, die nur eine Frau weiß. Ist klar. Mutter weiß es eben am besten. Kinder, benehmt euch. Alles klar, typisch Mutter. Soll ich dir beim Einschlafen helfen? Ja, das ist eine Anspielung auf ihre Shift, auf ihre Stun Gun im Prinzip. So, Sprays, die beiden habe ich jetzt gekriegt. klar. Und das. Okay. Highlight-Intros. Die hat auch coole Highlight-Intros. Das ist ein richtig geiles Ding. Also, das gucke ich mir nochmal an, das feier ich richtig. Das ist ein cooles Intro. Und dann halt ihre Waffe. Diese Waffe dann in Gold. Das war's eigentlich an Neuigkeiten. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und tobt euch in der Kommentarbox aus, wie gefragt. Und dann würde ich sagen, verteilt dieses Video, ne? Wie eine Plage auf diesem Planeten. Und dann, also rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.